Hallo, meine Lieben, da sind wir wieder mit der nächsten Folge. Und es geht weiter im Lager. Wie schon gesagt, beim letzten Mal. Also wir hatten das letzte Mal hier unten das hier gemacht. Bei der vorigen Folge. Und jetzt gehen wir nach oben. Wir haben oben ausgegraben und alles fertig gemacht. Und hier endet das Ganze ja, ne? Bis wo wir hingearbeitet haben. Das hier ist der Durchgang, wo wir halt dann später durchlaufen, also da unten drin, wo dann die Lampen leuchten. Aber wir müssen jetzt das Ganze hier mit dem und mit dem natürlich verbinden und mit dem Wasserstrom verbinden. Ja, das ist das Ganze, was man hier sieht. Das ist das, was jetzt hier ist, genau. Das ist der Und ganze obere Teil. Und zwar ist das der Sortierer. Das hier unten ist ja so nur das, wo es gelagert wird und wo es hinsortiert worden ist. Und hier das hier, das ist jetzt der Sortierer. ja, genau. Gut, dann Speedy Bewaffne legt dich. los. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie immer. Bewaffne dich mit Trichter. Die Ich brauchen wir jetzt bewaffne erstmal mich. in große Menge, wie man Ich sieht. bewaffne mich mit Trichter. Habe ich Trichter? So. Zwei Stacks. Gut. Jetzt Trichter, Sigio, die sind immer mal rechts, mal links angeordnet. Und zwar ist jetzt der nächste Trichter, geht von hier unten hoch, hoch, dann rüber, rüber, rüber in die Mitte. So, und der hier, das ist verkehrt. Nein. Doch, guck mal, wo der hinläuft. Der läuft in diese Truhe. Richtig. Ja, der muss aber da rein. Das musst du nochmal abmachen. Du musst hier so hochziehen. Guck, da hoch, hoch. Weil der ist schon angeklemmt, der Nee. Sortierer da. Doch. Da hier ist er noch Lücke hier. Der ist Nee, noch das gar ist. nicht fertig. Ich erkläre da gleich, warum das so ist. Okay. Weil, wenn du guckst. Ja, ich mach das dann. Also Lücke lassen, Leute. Warum auch immer. Nee, komm mal her, ich erklär's. Weil du siehst schon, hier ist das Sortierelement, das da, bei mir. Ne? Da ja da auf der anderen Seite der eine versetzt ist, läuft der hier so rüber, eins rüber, dann runter. Und so müssen wir das im Prinzip weiterführen. Ja, also genauso wie unten die Viererkette, so muss man das hier jetzt auch machen mit der Viererkette. Im Prinzip hier müsste noch eins rüber hier hin. Das wäre das Beste, wenn ich eine Seite mache und dann andere Seite. Sonst können wir durcheinander. Machen wir es. Das fand ich am Anfang auch geil, da war ich neuer durcheinander. Da hat nämlich noch ja gar nichts mehr gestimmt. Also bitte so, dass die Leute das verstehen. So, wir Ja, fangen guck jetzt her. ein ganz neues Element an, bitte. Ja. Das wäre das, 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 das. Also das heißt, mit dem Trichter da unten nach oben. Das sind die zwei Trichter, wo ich nun führe. Einmal Ja. der hier und einmal der hier. Ja. Wir gehen hier rein, in die rechts und links in die Sortierer rein und in die Ja. Lager zu sehen. So, und dasselbe Spiel ist jetzt quasi hier. Der ist schon angeklemmt. Der eine hier, da drüben, Bitte der eine hier. Seite und bitte nicht hin und her und sonst verstehe ich nichts und die Leute, die diese Stadt angucken, verstehen auch nichts. Na gut. So, und dann gehen wir eigentlich dann von hier müssen wir hoch. Von der Mitte aus. Weil in der Mitte läuft ja alles runter. Ja. Also Einer wir gerade fangen jetzt hier ein zwei. neues Element an. Also das heißt von da, ne? Also wenn die, ja, wir haben das ja hier so gebaut, immer die zwei Truhen, dann Ja, zwei wie hoch das und ist. dann einmal hier rüber bis zur Wie Mitte. das? Und das machen wir dann nebendran auch so. Ich brauche gerade mal ein paar Hilfsblöcke. So. Pegasus stellen, Pegasus stellen, Pegasus. Mich normale stellen. Mach das mal gerade. Oh, jetzt falle ich mal runter. Ja, geh noch nicht drauf. So. Okay. Gut.
Und zwar machen wir da mal weiter. Einer nach oben. Dann kommt das Filterteil. Heißt, man müsse jetzt tricksen, weil er mit Hilfsblöck arbeite. Du sollst doch nicht das mit dem verbinden, sondern du sollst hier ein ganz neues anfangen. Bin ich schon gerade dabei. Du willst ein Sortierelement aufbauen? Ja. Ja, also eben. Zwei. Also neben den Trichtern, eins, zwei. Auf dem zweiten Block fängt man an mit zwei Steinen nebeneinander. Dann ja, ein Stein obendrauf. Das, wo ich jetzt draufstehe, das zählt nicht. Das ist nur, dass ich da hochkomme. Ich muss da oben hin, sonst komme ich nicht und auf. Ich baue jetzt gerade die Trichterei auf. Und zwar, der Trichter kommt nämlich so rum. Wenn du guckst. Ich muss da hochkrabbeln. Das kommt weg. Oh, jetzt ist Sternling geflohen. Da hat er jetzt ihn gesammelt. Beim Glas. So, und zwar bauen wir jetzt das Form, was jetzt da sieht mit Steine. Das bauen wir im Endeffekt genau nach. Also das heißt, hier einer hin, da, da, da und da. Das ist der Sortierer gleich. Gibt das. Die Form. Aussieht wie, wie soll man sagen, ähnlich wie Föhn. Jetzt kommt ein bisschen Redstone zum Einsatz. Ist ein bisschen komplex. Ja, ich finde auch gerade, du erklärst irgendwie komisch. Also da ein hin. Wieso machst du das nicht hier drauf, damit man das anständig erklären kann? Weil das erste jetzt ist. Die erste Hälfte von dieser Truhe-Element, wo hier hochläuft. Wir machen gleich das doch noch. Okay, wird egal, dann fangen wir dann da an. Muss ich noch gucken, dass ich da hinten nichts vergessen nachher. So, du hast jetzt die zwei. Machen wir die. Also Leute, nochmal ganz von Anfang bitte, weil wir wisst, also hier, das haben wir ja in der letzten Folge gemacht. Mit den beiden Trichtern hier oben und auf jeden Trichter macht ihr nochmal zwei Trichter nach oben, also so, dass die Schnute nach unten zeigt. Und dann von den Schnuten nach unten 1, 2, 3, 4, 5 hier rüber. So, und zwar, dass die Schnuten in die Richtung zeigen. Und jetzt fangen wir an, hier oben die Blöcke draufzusetzen. So, das ist von dem... Hier. Ja. Anfangen hier, wie viele Trichter? Eins, zwei, drei. Also auf den dritten Trichter kommen Steine. Ja, das ist halt je nach Bauweise, wie jeder das baut, muss er halt gucken, wie er das hinkriegt. Das Sortieren an sich funktioniert so. Man mache jetzt hier mal einen Block hin, weil Redstone direkt auf den Trichter sperrt den Trichter. Ja. Wenn er aktiviert wird, dann geht nichts mehr durch. Ist so klar. So, und jetzt machen wir dann noch mal einer hin, dass man Bauer kenne als Hilfsblock. Ja, einer als vorne Hilfsblock. Dran. Ja. Einer da dran. Ja. Dann einer da oben drauf. Ja. Und da und dann, einer und da einer. Ja, und dann den in der Mitte wieder wegmachen. Der kommt da raus. Ja. So, das ist das Grundgebilde. Grundgebilde. Und das machen wir doppelt, ne? Auf beiden Trichtern, ne? Genau. Weil für jede Sortierung brauchst du ein so ein Element. Dann mach das bitte. Das ist das. Das ist das, was ich vorhin jetzt gebaut habe. Ja. So da, da. Genau. Und dann da oben. Das sind die für die zwei Trichterreihe jetzt. Ja. Wo kommen die Redstone-Sachen hin? Moment, ich baue da mal eine Treppe, dass man sieht. Dahin. Vorsicht. So. Jetzt brauchen wir Verstärker. Comparator und ein bisschen Redstone. Und eine Redstone-Fackel. Okay? Ja. Gut. Verstärker komme in Pfeilrichtung
Und guck, ob ich die so dran kriege, ohne runter so falle. Ach, ich komme da nicht ran. So, ganz knapp an die Kante, dass er da die richtige Richtung zeige. Kriege ich den da hinten richtig hin? Zeige ich sie beide nach vorne? Nee, der innere nicht. Nein, der andere hinten nicht. Ja, das war mir klar. Das war so eine knappe Sache. Sneake, einmal nach hinten marschieren, damit er die richtige Richtung hat. Jetzt hat er erledigt. Nimi drin. So. Gut, das sind die zwei. Ja, beide in die Richtung zeigend, ja. Genau. So. Das sind Verstärker, ne? Jawohl. So, jetzt kommt der Comparator. Wo? Hier oben. Ganz hoch. Bin hier oben drauf. Vielleicht muss ich ja noch stehen oder was dazu setzen. Muss hochspringen und hoch die Schubbau oder so, ja. Und zwar ist jetzt eigentlich ganz simpel. Man sieht es auch hier drüber. Mhm. Comparator, Comparator. Beide damit, nach da guckend. Ja. Ja, nach vorne. Ja. Dann einfach wieder rechts. Redstone, 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 Redstone. Und der Rest runter Redstone. Jawohl. Okay. So, und das andere, was ich vorhin bauen wollte, das mache ich gerade mal jetzt fertig. Wenn ich schon überall springen könnte. Und das auf die Fress flieht. Gut, wenn man dann also zwei, So, das war das von vorhin. So. Ja. Gut. Müssen die mit, ja klar, die müssen oben in der Mitte miteinander verbunden werden dann, ne? Die Trichter oben. Welche? Da, die Trichter da oben. Also das ist jetzt ein Element für einmal Lampen auffüllen, also einmal Truhen, ne? Für einen Sortierer. Ja. So. Und das macht man dann so lange weiter, bis man dann alle Doppeltruhen halt eben dann fertig gemacht hat. Macht man dieses Gebilde dahin. Ja. Das ist die Redstone-Technik für das eigentliche Sortierer. Genau, ohne den. Genau, so. So, jetzt müssen wir nur noch die Trichter setzen. Und jetzt müssen die Trichter gesetzt werden, genau. Und das geht jetzt von hier nach oben, ne? Moment, ich brauche da ein paar Hilfsblöcke hin. Hier kommen wir noch hier wieder weg. Stimmt das? Ja. Genau. Trichter nach oben. Und der letzte Trichter muss zu dem Block hin zeigen. Wo der Comparator misst. Der letzte Trichter quasi, dass die Schnute an den Block geht. Richtig? Ja. Gut. Weil also das ist 1, 2, 3 hoch und der letzte Richtung. Genau, Richtung, da sind die Schnuten. So. Also der muss genau wegzeigen vom Sortierer. Ja. Gut, das war das Gebilde. So, das jetzt ist ein Element, ist das jetzt. Ja, das sind zwei Sortiereinheiten. Also mit der erste drei im Endeffekt. Es fehlt jetzt noch die Fackel. Genau, wo kommen die Fackeln hin? Da vorne dran. Die den Trichter für den Durchlauf freigebe bzw. sperre. Mhm. Okay, also nur zwei Fackeln da oben dran. Ja, zwei, oder wenn du halt normale Truhe nimmst, wo alles in einer Reihe ist, dann baust du einfach langer Block. Brauchst du nur eine, das, ja. Dann baust du das Element einfach eins am anderen nebeneinander. Ja, klar. Und siehst dann Redstone durch, wie man es im anderen Lager am Endeffekt gemacht habe. So, jetzt müssen wir es einstellen. So, da oben ist jetzt noch nichts drin. Ich mache jetzt einfach mal nur deine Finger so schnell. Ja, das Einstellen wird ja genauso gemacht wie mit dem, was wir unten das Lagersystem, also in der Mine haben, ne? Ja, ich mache jetzt hier überall von deiner unbenannten Blöcke eine rein. Oh. Den brauchen wir nicht. So, ich mache jetzt rein, damit er erstmal gesperrt ist.
Genau, Pegasus. Wie ihr eure Steine oder was auch immer ihr für ein Item benutzen wollt, dran denken beim Amboss, einfach umbenennen und dann wird der auch als anderer Sonderblock gekennzeichnet und wird dann auch, egal was für Steine ihr da reinschmeißt, dann nicht mehr erkannt. Ja. Als der Stein, den es halt in Minecraft gibt. Weil dieser Block zählt jetzt nicht mehr als Bruchsteinblock, sondern hat einen anderen Namen, der heißt Pegasus. Das heißt, er vermischt sich nicht mit den normalen Bruchsteinen. Genau, der vermischt sich jetzt nicht mehr mit den Bruchsteinen, sondern wenn ich jetzt einen Pegasus-Stein hier reinschmeißen würde, dann würde das hier reinstecken. So, und das Item, was ihr anschließend sortiert haben wollt, geht da einfach hin. Am Anfang rein. Der erste raus und dort für das rein, was ihr haben wollt. Wenn ihr jetzt beispielsweise sagen wollt, ihr wollt da Redstone rein, dann geht ihr einfach hin. Ich mache jetzt nur einer rein, sonst läuft es durch. In den Pegasus, also den Filterblock raus und einen Redstone rein. Mach. So. Aha. Ja. Und alles Items, was an Redstone nachkommt, läuft automatisch. Das läuft dann alles da durch die Trichter hier, blub, 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 blub. Das deckt rein, sich dann blub, hoch. Blub, und dann hier runter in die Truhen rein. Und wenn eine Truhe voll ist, komplett mit Redstone, dann zeigt eine Lampe. Leuchtet eine Lampe unten. Genau. Und so ist dann halt das ganze System eigentlich. So läuft das dann eigentlich immer weiter. Ja. Man muss halt eben auch immer dran denken, die dann hier wieder miteinander zu verbinden. Ne, hier die Trichter hier. Weil sonst läuft es ja nicht weiter, ne? Also, ist ja irgendwie klar. Wir können uns ja gerade mal kurz, Moment, ich gebe da gerade mal was. Hier. Kann ich jetzt mal kurz hochstecken, damit du das oben siehst. Geh mal weg auf die Seite, steck dich nicht mehr hoch. Da sind wir nämlich oben, wo der Wasserlauf ist. Der ist jetzt momentan gesperrt. Genau. So, weil hier ist es schon fertig. Hier läuft es dann quasi durch. Genau, bis hierhin hattest du ja schon fertig gemacht. Ja, und dann das wird dann ja aufgemacht und läuft das über die Wasser über die Trichter weg. Genau, und dann läuft das Wasser über die Trichter weg und dann wird dann automatisch einsortiert, wo was hinkommt. Ja, hier hinten siehst du zum Beispiel, da kommt Wolle an. Ja, zeig mal. Das schwuppert hier gerade entlang. Weil es ingesammelt war. Aber man merkt, dass es hier unheimlich leckt. Ja. Da, hier schwubbel, läuft schwubbel, schwubbel, schwupp. Weg war's. Da war dann der Trichter, wo die Wolle reinsortiert wird und dann schwupp, weg ist es dann, ja. Genau. Und so funktioniert das dann mit allen Items. Also, wenn es rüberläuft, wird es eingesaugt. Genau. Was hat das hier mit den Eisblöcken auf sich? Das habe ich nur gemacht, damit sie halt, weil da ja kein Wasser drunter ist, auf dem Trichter, dass es halt ein bisschen besser durchrutscht. Okay. Einfacher wäre es gewesen, wenn ich jetzt sage, ich hatte Trichter Eisblock ohnehin gemacht, wie unten, dass es drüber rutsche. Weil so kann es passieren, dass er abends mal hängen bleibe oder dass er echt, wenn das nächste Zeug kommt, mitgezogen wird. Aber bei der Menge, was mir kriege, kommt so für Blocks-Elements, Item 2 nicht drüber an. Okay. Würde ich sagen. Also, das heißt dann hier natürlich nicht vergessen, dann hier oben die Reihe bis hinten hin Trichter auf jeden Fall fertig machen. Dann hier oben mit dem Wasser, mit den Trapdoors hier. Ja, Trapdoors habe ich nur gemacht statt Schilder, damit es unterbrochen ist. Ja, oder Schilder. Das ist egal. Ich habe es sicher noch so gemacht, damit es halt Schilder, dass es eventuell nicht enge bleibe, habe ich halt die Falltüre. Man kann da drüber gehen. Ja, das finde ich eigentlich praktisch. Ja, man kann drüber gehen. Ja. Und erfüllt dasselbe Zweck. Ja. Und sieht sauber aus, weil man noch schön drüber latschen kann, Mo. Und nicht immer in der Wasserstrom rinfällt. Genau. Und man darf halt natürlich nicht vergessen, immer schön 9 Blöcke geht die, glaube ich, ne? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Normal 8. Ich habe es nur 7 gemacht, damit der Strom ab bis zur Kante, alles weiter klar. Ist, dass er halt ein bisschen mehr Schwung drauf hat, dass es auch drüber rutschen tun. Normal ist Wasserstrom 8. Also 7 Blöcke und dann kommt schon die nächste Falltüre mit den Eisblöcken und dann macht er wieder einen Wasserstrom mit 7 Blöcke.
Ja. Und dann macht er wieder das, weil, wie Speedy gerade erklärt hat, damit dann auch wirklich sicher ist, dass es auch wirklich drüber geschubst wird, das Item. Dann ist man auf der sicheren Seite. Und das wäre dann eigentlich das Lagersystem. Ja. Das bauen wir jetzt einfach dann so weiter fort. Rechts und links. Genau. Und dann, je natürlich, umso größer ihr die Sachen macht, umso mehr Aufwand ist das natürlich. Und umso größer wird die Mechanik. Wie wir haben es jetzt hier doppelt. Wir müssen das jetzt natürlich von der Seite und von der Seite anschließen. In die Mitte führen und dann, dass es dann auch überall hin transportiert wird, wo es hin soll. Ja. Wir sind noch lange nicht mit diesem Lager fertig, weil dieses Lager ist immer noch zu klein. Ja. Das hast du schon vergrößert. Ja. Weil das läuft dann darüber, einmal rundherum der Wasserstrom und geht auf der anderen Seite zurück. Genau. Das, was wir vorhin gemacht haben. Es läuft dann einmal da oben drüber, einmal rundherum. Hier unten ist ja auch noch nicht fertig. Also wir sind ja noch lange nicht fertig hier. Und das ist jetzt, da oben waren wir jetzt, da oben. Ja. Und hier ist dann halt der Zwischengang und wir sehen dann nur noch das hier, ne? Also hier müssen noch Lampen rein. Mhm. Und die Spender. Die Spender müssen hier noch rein, genau. So wie hier sieht, weil das sind dann die zwei Spender und da fehlen noch die Lampe noch. Genau. Und das war es dann auch schon eigentlich mit dem, mit dem großen Lagersystem. Und da drüben, so sieht das dann fertig aus, diese Seite wie diese Seite hier. Das ist das Einzige, was man noch sieht. Das ist halt mit dem Wasserstrom, finde ich, echt ist eine super Sache. Das schwubbelt überall hin und es wird tatsächlich dann nach oben, weil hier wird es ja nach oben transportiert. Mhm. Ne, mit einem Seelensand, schwupp, nach oben. Und dann geht es nach oben über die obere Wasserkanal, wo wir ja eben waren, wo wir gezeigt haben. Und dann wird das dann da einsortiert, wo dann das Item gekennzeichnet ist, wird dann vom Trichter eingesaugt und wird dann gelagert. Es ist eigentlich vom Prinzip her, es ist schon einfach. Ist jetzt auch nicht so viel Redstone-Technik, wo ich jetzt sagen muss, oh ja, sehr kompliziert. Es geht eigentlich. Da sind die Türe hier zehnmal komplizierter, also Bauer. Ja. So muss ich auch erstmal nachschauen, wie die funktionieren. Die wusste ich auswendig auch nicht. Wie diese Dreiertür hier. Und es ist halt, es wird halt eben nur schwerer und komplexer, wenn man halt so Riesendinger macht, wie wir das jetzt hier gemacht haben, ne? Das ist klar. Umso größer, umso mehr Arbeit, umso mehr Platz nimmt es in Anspruch. Umso mehr Platz, aber wir haben genug Eisen, wir haben genug Ressourcen. Ja, dann bauen wir das auch so groß. Wir kennen es halt, ne? Ja, genau. Wir haben die Ressourcen, also bauen wir auch. Außerdem haben wir gesagt, wir wollen ja gucken, dass wir so ein bisschen Atlantis-mäßig bauen. Ja, also ich glaube schon, dass die auch so Riesenlager hatten, so moderne Riesenlager. Die hatte eh viel Technik. Viel Technik, genau. Ich finde, das passt auch sehr gut. Ja, jetzt ist hier nämlich eine Truhe, also so eine Doppeltruhe voll. Und jetzt leuchtet die hier nämlich. Ja, genauso wie das hier leuchtet. Ja. Ja, bei Eisen hin habe ich Modell von der Farm rüber transportiert. Da leuchtet zum Beispiel drei Lampe. Ja. Das sind drei Truhen voll. Ja. Plus Trichter. Gott. Und drüben sind auch mindestens vier Truhe voll. Was von der Farm also, kommt. Der Rest spawnt. Die Eisenfarm werden wir wohl mal als nächstes vorstellen und mal richtig erklären. Weil die läuft echt gut. Hm. Trotz Villager-Veränderungen und. Sie läuft richtig gut. Weil damit habe ich mich auch nicht so auskennen. Da habe ich mich auch mal schlau gemacht und habe einen YouTuber gefunden, der mit Technik extrem gut ist. Ja.
Ich kann da gerne den Namen nennen. Ja, das kann man dann in dem machen, wo wir es dann halt mal vorstellen. Gut, dann hoffe ich, es hat euch weitergeholfen. Dass ihr auch wirklich alles verstanden habt. Wenn nicht, dann einfach in die Kommentare rein und meckern. Du baust die Deck ab. Macht nix. Ey, guck mal, ein Loch. Ja, ja. Fusch am Bau, guck mal, ein Loch in der Decke. Jetzt nimm ihn. Gut, dann sag ich mal bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.